Wir sind aus Bonn heute hergekommen, weil wir einfach Solidarität zeigen wollen mit den anderen Standorten, weil wir es nicht für in Ordnung halten, was momentan in der Siemens AG geschieht. Der Vorstand beschließt momentan ein großes Umstrukturierungsprogramm und wir sind der Meinung, dass das nicht mit den Beschäftigten zusammen gemeinsam gemacht wird, sondern irgendwo am Reißbrett irgendwelche Entscheidungen getroffen werden und am Ende wird man einfach nur verkündigt und so ist das und das funktioniert einfach nicht. Man hat jetzt einen Deal mit Alstom auf den Weg gebracht, wo man die Mobility-Branche zur Alstom geben will und die Elektrobranche will man sich als Sahnehäubchen hier einverleiben. Die Franzosen haben schon klar gemacht, dass sie das nicht kampflos machen werden. Sie werden um jeden Arbeitsplatz kämpfen, aber auch Alstom ist kein stabiles Unternehmen an der Stelle mehr und wird nicht drumherum kommen, dann diesen Bereich hier zu verschmalern. Das wissen die Leute. Die Region und die Gesellschaft hier wird beeintroffen sein. Stell dir mal vor, wir würden davon ausgehen, dass hier nur 500 oder 600 Arbeitsplätze verloren gehen würden. Als Hypothese, das ist nicht so. Aber das würde einen derartig gesellschaftlichen Finanzverlust hier bedeuten für die Stadt, Sozialversicherung, Rentenversicherung, Krankenversicherung und was es alles gibt. Das kann doch nicht noch weitergehen. Voigt ist jetzt dran gewesen, wir sind jetzt dran, Simpelkamp ist in Teilbereichen dran. Irgendwo muss da mal Schluss sein. Wollen wir die Stadt ausbluten oder die Arbeitskräfte der Leute einfach heute hopp und morgen top in den Bach runtergehen lassen? Das kann es nicht sein. Die Leute haben auch einen Anspruch, wenn sie ihre arbeitsvertraglichen Verpflichtungen erfüllen, dann auch ernst genommen zu werden, respektive dann auch vernünftig bezahlt werden. Sie sollen sich mit ihrem Produkt identifizieren, das tun die Leute und sie bügeln Managerfehler aus, die kann man hier gar nicht aufführen, das würde den Rahmen sprengen. Was ich persönlich finde, ist, dass einfach unglaublich schnell immer wieder umstrukturiert wird, dass auch jetzt wieder gesagt wurde von Herrn Käser, also jetzt stellen wir alles um und dann ist es aber für die nächsten Jahre auf jeden Fall richtig aufgestellt. Das habe ich das letzte Mal im Oktober gehört und davor, glaube ich, 2 Jahre früher. Also ich bin seit 2 Jahren da und habe 4-mal die Abteilungsbezeichnung gewechselt. Und das sind einfach so Punkte, die man dann nicht nachvollziehen kann, dass man einfach das Gefühl hat, es wird immer wieder neu irgendwie Aktionismus gezeigt. Es wird aber nie bis zu Ende umgeführt, sodass auch eigentlich die Ergebnisse von vorherigen Umstrukturierungen noch gar nicht haben eintreten können. Und das ist einfach irgendwo, ja, dann schwierig, irgendwo die Glaubwürdigkeit in dem Ganzen zu sehen. Die sollen ganz klar erstmal ihre Überlegungen uns mal äußern, ja, damit wir überhaupt mal wissen, was bei denen in den Köpfen vorgeht. Wir sind diejenigen, die das Geld reinbringen und nicht das Management. Wir haben die Produktion in den letzten Jahren derartig stark erhöht. Die Produkte sind immer pünktlich, obwohl viele Managementfehler gemacht worden sind, rausgegangen. Wir haben alles dran gesetzt, um die Firma nach vorne zu bringen. Und jetzt kriegen wir hier vorgegaukelt, die Welt wäre in Ordnung und wohl sehr wohl wissend, dass wir hier alle geopfert werden sollen. Die Kollegen sind verzweifelt, fühlen sich nicht mehr ernst genommen, sind nicht hoffnungslos, aber kampfbereit. Sagen, wenn wir jetzt nichts tun, dann wird sich nichts tun. Und aus dem Grund sind die auch heute alle hier. Und das ist auch ein Grund, warum ich heute hier bin. Denn das muss irgendwann ein Ende haben. Es geht nicht immer nur ums Geld.